Hallo und herzlich willkommen zum OneNote-Tutorial. OneNote ist das digitale Notizbuch. Bin ich unterwegs, dann nutze ich mit meinem Mobiltelefon die App Office Lens. Nach einer Veranstaltung mache ich dann ein Fotoprotokoll und Office Lens überträgt mir dieses Fotoprotokoll direkt in mein allgemeines Notizbuch. Von hier aus kann ich dieses Fotoprotokoll beispielsweise gleich per E-Mail weitersenden. Würde dann hier entsprechend die Empfänger eintragen. Oder aber ich habe mit diesem Fotoprotokoll noch To-Dos, dann kann ich auch diese To-Dos hier über meine Aufgaben in Outlook aktivieren. Und ich sage so, wann möchte ich das tun? Würde dann entsprechendes Datum auswählen, könnte mir hier noch weitere Notizen machen und gehe dann auf Speichern und Schließen. Hier vorne zeigt sich dann jetzt auch mein Aufgabenfähnchen. Sobald die Aufgabe von mir erledigt wurde, verwandelt sich dieses Fähnchen in einen Haken. So, und nun will ich Ihnen zeigen, wie Sie ein eigenes Notizbuch anlegen können. Gehen Sie dazu einfach auf Datei und Neu. Wählen Sie, wo Ihr Notizbuch verfügbar sein soll. Und schon ist das Notizbuch neu erstellt. Wie jedes Notizbuch hat man ja gerne solche Register. Sie können sich wie in einem normalen Notizbuch auch Register oder Abschnitte mit hinzunehmen. Nehmen wir an, wir wollten die nächsten Jour fixe über dieses OneNote inhaltlich vorbereiten. Dann könnte einer dieser Abschnittsnamen beispielsweise der Monat sein, in dem der Jour fix stattfindet. Wird ein Jourfix vorbereitet, ist es immer ganz gut, eine entsprechende Einladung an die Teilnehmenden zu versenden oder eben auch an einer Stelle die Themen zu bündeln und zu sammeln. Dazu kann man sich bereits vorbereitete Vorlagen laden. Füllt sie jetzt hier beispielsweise aus. Damit das Team an der Erstellung der Agenda beteiligt werden kann, können hier weitere Seiten eingefügt werden. Diese Seite nennen wir beispielsweise Themenwünsche. Diese Seite kann auch ganz nach oben verschoben werden an den Beginn. Als nächstes könnten wir uns die Agenda hier runterschieben. Seiten, die nicht benötigt werden, können auch einfach wieder gelöscht werden. So, nachdem nun die Themenwünsche von den Teilnehmenden eingebracht wurden, die Agenda vielleicht jetzt hier schon fertig erstellt ist, kann sie ganz einfach per E-Mail versandt werden. Stellen wir uns vor, die Besprechung findet statt. Wir brauchen also auf jeden Fall noch ein Ergebnisprotokoll. Ich gehe hier wieder in das Menü Einfügen, wähle mir die Seitenvorlage und habe dann hier beispielsweise das Ergebnisprotokoll für Besprechungen. Das fügt sich jetzt automatisch ein. So, der Tagesordnungspunkt 1, das war beispielsweise jetzt Besucherparkplatz. Ich arbeite sehr gerne über mein Handy mit den persönlichen Notizbüchern. Hier habe ich beispielsweise eine Einkaufsliste. Diese Einkaufsliste ist tourenoptimiert. Ich laufe also einfach vorne ins Geschäft hinein, gehe die entsprechenden Gänge entlang bis hin zur Kasse und bin dann praktisch einmal mit meinen Einkäufen durch. Alles, was ich gekauft habe, wird dann im Laden noch abgehakt, sodass ich dann nachher eine entsprechend leere Einkaufsliste habe. So, nun hoffe ich, Sie haben einen kleinen Einblick bekommen in die großartigen Möglichkeiten von OneNote. OneNote kann noch viel mehr, es kann Ihnen Ergebnisseiten zusammenstellen. Nur mal so als kleines Beispiel, stellen Sie sich vor, ich hätte hier einen wichtigen Punkt. Diesen wichtigen Punkt kann ich entsprechend hervorheben. Angenommen, auch das wäre ein wichtiger Punkt. So, und jetzt kommt der Tag, wo ich vielleicht aus all den vielen wichtigen Punkten, die ich irgendwo notiert habe, eine Ergebnisseite zusammenstellen lassen möchte. Und das geht hier oben sehr einfach. Da ich jetzt im Augenblick nur diese Kategorie benutzt habe, schlägt er mir das auch gleich vor. Und dann kann ich sagen, so, erstelle mir bitte eine
Zusammenfassungsseite. Viel Erfolg mit OneNote wünscht Ihnen Rosita Beck von denkvorgang.com.